Ein herzliches Willkommen zu Battlefield Hardline in der Beta. Endlich hat mal eine Aufnahme funktioniert. Ich bin außer mir vor Freude. Ich hoffe, es läuft jetzt auch flüssig, weil das weiß ich noch nicht, ob es wirklich flüssig läuft. Ich hoffe einfach mal das Beste. Ah, nein, im Moment. Naja, okay, es geht. Es hat so seine Slowdowns bei der Aufnahme, aber das liegt denn einzig und allein im Aufnahmeprogramm. Und wir spielen den Hotwire-Modus, das heißt Verfolgungsjagden und mobile, ja, Flaggen, könnte man sagen. Es ist wie Conquest, außer dass wir hier... Na... Oh, scheiße. Komm, lass mich rein. So, let's get it on. Oh Gott, und da geraten wir auch schon unter Beschuss. Je schneller das Auto fährt, also es muss eine Geschwindigkeit halten, um... Scheiße, ich muss mal wegsehen. So, schieße ich hinten raus. Da kann ich besser sehen. So, das Auto muss eine bestimmte Geschwindigkeit halten, damit die Tickets runtergezählt werden bei den Gegnern. Und das ist eigentlich ganz witzig. Habe ich noch nicht oft gespielt. Ein, zwei Mal. Das ist jetzt vielleicht das zweite oder dritte Mal, dass ich das spiele. Es ist ein heilloses Durcheinander. Aber definitiv auch ein großer Spaß, wenn man es denn richtig spielt. Also schon so ein bisschen Chaos ist da immer bei, aber das ist man ja auch vom Battlefield so an sich gewöhnt. So, jetzt bringt mal die Gegner on. So, dann gehe ich mal auf Sitz 2 und aus dem Fenster raus. So, da ist die Übersicht. Oh, warte mal. Dann gehe ich mal in das Auto. Na, danke schön. Ah, fuck ich. Okay, alles cool. So, oh Gott. Ist hinter uns einer? Warte, ich muss rausgucken. So, natürlich, wenn du hier rausguckst, bist du natürlich auch sehr... Oh, scheiße. So wird das nichts, Freund. Hast ja toll hingefahren, Dussel. Toll. Okay, wo sind die Gegner? Sind gar keine Gegner unterwegs gerade? Doch, sind sie. Die schießen von da hinten. Ah, guck, da. Na, komm raus. Komm. Ah, da ist er rausgekommen und hat mich weggebratzt. Rang 2, der ist noch neu dabei. So, ich steig mal direkt, hier ist ein böser Mensch. Ich steig mal direkt wieder in dieses Auto ein. Nein, in dieses Auto. So, ich hoffe, das hält noch ein bisschen. Ja, das hält noch. Da gucke ich mal wieder raus. So, mal die richtige Kanone, weil hier werden Autos in die Luft gesprengt, Freunde, vom Feinsten. So, ein gegnerisches Auto ist auch unterwegs. Jetzt hat es gerade wieder Slowdowns. Das mag natürlich wieder am Aufnahmeprogramm liegen. Aber es ist immer nur kurz. Es ist nicht durchgehend. Aber jetzt ist es gerade nicht schön. So, da ist der feindliche Helikopter. Es ist nicht schön. Oh, fuck, 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 fuck. Ja, das war natürlich schlecht, dass ich draußen sitze. Und dann hat es auch noch geruckt wie Sau. Das ist so nicht geplant gewesen. Nee, ich steig mal hier in... Nee, nicht in den LKW. Der LKW ist immer kritisch. Ich steig selber mal in den Helikopter. So, jetzt sollen sie mal sehen. Wo sind denn die Schweine? Da. Na, bring ihn rein. Nee, ich abstürzen. Oh. So, komm schon. Ich mach dich kaputt, du Sau. Oh, du kannst nicht gut fliegen. Raus. Oh Gott. Ein feindlicher Hubschrauber. Der will mir ans Leder. Aber nicht mit Commander, Freunde. Ich hol den Mistsack runter. Ah, nee, den treffe ich nicht mehr. So, jetzt kriege ich natürlich kein Auto mehr klein mit nur einer Granate. Dann muss ich selber schnell zu irgendeiner mobilen Station fliegen. So, wie sieht es hiermit aus? Ist nicht mehr so heil, das gute Stück. Oh Gott, da wollten sie mich überfahren. Das war... Oh! Oh, Kacke. Okay, die meinen das hier jetzt echt ernst. Mit dem Ding komme ich... Oh Gott. Mit dem Ding komme ich nicht mehr weit. Das sieht gerade nicht schön aus. Aber wieder dieser verdammte Lastwagen. Der Lastwagen ist ja blöde Schwein. Das macht aber nichts. Wir steigen jetzt... Na, steige ich hier mit ein? Ne, ich steige bei E mit ein. Das ist ein schönes Auto. Da gehe ich mit rein. Oh je. Und da ist eine... Oh Gott, was tust du? Komm, ich guck mal raus. Und brätst dir mal ordentlich was mit rein. Hier schön mit dem Granatwerfer. Raketenwerfer gibt es hier nicht. Finde ich gut. Aber leider gibt es immer noch Sniper. Das finde ich nicht gut. Jetzt läuft das auch wieder gerade extrem langsam. Oh, hier. Oh, ah, verdammt. Da hast du natürlich gegen so einen Helikopter hast du herzlich wenig Chancen. Und es läuft gerade so mies, Freunde. Das liegt echt einzig und allein am Aufnahmeprogramm.
ohne läuft das butterweich. Vielleicht probiere ich das danach mal nochmal mit einem anderen Aufnahmeprogramm aus. Wäre vielleicht angebrachter. Ja, du Schwein. Oh Gott. Jetzt schießt er auf mich, oder? Ja, runter. Oh, es ist sehr ruckelig. Sehr, sehr ruckelig. Das ist nicht schön. So macht Battlefield-Spielen keinen Spaß, Freunde. So, aber jetzt hier. Autos kommen und Autos gehen gleich wieder. So, der fährt nicht hier lang. Ich hoffe mal, der kommt hier lang, der blöde Sack. Ja, da hinten kommt er gefahren, aber leider nicht in meine Richtung. Da muss ich doch eine Abkürzung nehmen. Vielleicht kriege ich den noch hier. Okay, da kommt er. Kommt er? Kommt er? Der kommt da. Aber ist weit weg. Zu weit weg. Da kriege ich den nicht. So, ist da ein böser Mensch langgelaufen? Ich schau mal. So, wir spielen übrigens in der Staubwüste. Die ist ganz schick. Solche Locations kennt man vielleicht aus Breaking Bad. Dort sind sie gern gesehen. Oh Mann, warum läuft denn das so furchtbar? Ah, nein, oh, das ist wieder typisch. Ich habe auch nicht viel Munition in dieser Kanone. Das ist nicht gerade von Vorteil. Aber Hilfe zählt als Kill. Gott, ich habe dem 97% runtergeschossen. Schwein. So, ich steige jetzt hier bei C ein. Dann setze ich mich hinten rein. So. Oh, und schon wieder dieser verdammte Helikopter. Der Helikopter ist hier echt Schwein. Also der macht hier einem echt das Leben ganz schön schwer. Hab leider nicht getroffen, schade. Ich würde den ja... Wer schießt denn da? Oh, wieder von oben. Ich muss hier raus. Ja, hier ist ein Auto, das hätte ich gerne. Ja, scheiße, die schießen wieder auf mich. Und ich weiß nicht, wieso. Ich tue doch keinem was. Ich bin doch harmlos. So, ich hoffe mal, das Ding ist noch einigermaßen intakt. So, oh, falscher Knopf. Scheiße. Das war mein Fehler. Das wollte ich nicht. Tut mir leid. Unangenehm ist mir das. So, ist natürlich jetzt keine richtig coole Action hier. Ne? So coole Action, die man eigentlich von so einem Verfolgungsjagdmodus erwarten könnte. So, nochmal kurz meine kleine bescheidene Meinung zu Battlefield Hardline. Ich finde es richtig klasse. Mir gefällt das Setting jetzt wirklich besser als dieses ständige Kriegssetting, was wirklich jedes Mal aufs Neue abgefackelt wird. Da gefällt mir diese Variante doch schon deutlich besser. So, ihr Arschgeigen. Jetzt gib's mir da... Oh, fahr doch mal richtig, du Dussel. Du musst schon ordentlich Geschwindigkeit beibehalten, du Nasenkopf. So, jetzt hier, pass auf. Hier, ah. Ah, dem wird jetzt die Hölle heiß gemacht. So, komm schon, komm schon, komm. Oh, fuck. Oh, schon wieder. Langsam nervt er mich doch ein bisschen. Raus. Raus. Oh, je. Yeah. Oh, dieser verdammte Helikopter. Möge er in der Hölle schmoren. Das ist ganz schön hell. So, jetzt aber. Pass auf, da ist das Auto in die Luft geflogen. Schade. So, hier, da hinten kommt ein blödes Arschgesicht. Den hau ich mal ganz gepflegt. Na, wo sind sie? Komm schon, ich warte hier auf der Brücke. Ich warte nur auf euch. Aber hier kommt, schätze ich mal, überhaupt gar keiner lang gefahren, oder? Ne, hier kommt keiner lang gefahren. Hier kann ich lange warten auf ein Auto. Oh, jetzt, pass auf, hier, da. Hier, und zack. Ah, ich habe ihn zwar erwischt, aber er hat mich leider noch überfahren. Aber ich habe ordentlich Punkte gekriegt. Kann sein, dass auch mein Mikrofon etwas übersteuert ist. Das passiert manchmal in der Eifer des Gefechts. Im Eifer des Gefechts. So, statt. Was mich jetzt allerdings wirklich sehr stört, ist, dass mein Aufnahmeprogramm hier alles nach unten zieht, was die Bildrate, oh Mann, angeht. Wer schießt denn da? Schwein. Oh, fuck. Na, oh, was war das denn? Von wo war das? Wer war das der? Und da geht die Bildrate wieder in die Knie. Ich erwähne das jetzt öfters in dem Video. Hm. Es ist schade, dass man nicht so zur Seite springen kann. Weißt du, wenn ein Auto auf einen zurast, dann springst du ganz gewitzt zur Seite. So, jetzt aber. Aus dem Fenster. Und jetzt gib's auf den Sack. Hoffe ich. Ich
möchte jetzt einen aus dem Auto mit einem Granatwerfer einfach mal wegbratzen. Da hätte ich richtig Bock auf. Mal gucken, ob es klappt. Habe ich noch nie geschafft. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt. Oh, hi, Kollege. So, das ist ein guter. Den brauche ich nicht beschießen. Oh, wir liegen zurück. Das ist auch nicht cool. Also, tu was Gutes. Fahre gut. Fahren Sie hervorragend. Doch nicht da oben. Mensch, du fährst doch langsamer, du Dusselmann. Was machst du denn da? Oh, Freund. Okay, der will hier dieses Auto haben. Der will D. Der will D mal so richtig einheizen. Habe ich prinzipiell nichts gegen einzuwenden. Also, schnapp die D. Komm. Tu was Gutes. Schnapp die D. So, jetzt. Pass auf. Oh, fuck. Oh, je. Nee. Das war ganz gut. Hat schön gerumst. Das war fein. So, haben wir noch einen? Ich habe noch zwei Granaten da drin. Die möchte ich noch gern sinnvoll nutzen. Wir liegen nicht mehr zurück. Und ich wippe mit dem Beat, meine Freunde. Ich wippe mit dem Beat. Oh, fuck. Oh. Ah, falsche Waffe. Wollte ich gar nicht. Scheiße, da hat es mich natürlich weggebratzt. Warte mal, ich habe tatsächlich 8 Kills. Wo habe ich denn 8 Kills her? Habe ich irgendwas nicht mitgekriegt? Ich habe echt 8 Kills? Wieso habe ich denn 8 Kills? Freunde, ich bin verwirrt. Ich bin maximal verwirrt. So, steige ich damit ein. Wieder raus, aus dem Fenster. Granatwerfer. Ah, große Güte. Was war denn das? Heidewitzka. Okay, fahren wir wieder. Da war ich jetzt etwas überrascht. Was war das denn gewesen? Freund. Komm, ich fahr mit. So, aus dem Fenster. Ich bin bereit für die nächsten. Bring it on. Oh. No, don't bring it on. Da hinten waren böse Menschen. So, jetzt gib ordentlich Gas. Ordentlich Gas geben. Ja, springen ist cool, aber gib weiter Gas. Gas geben ist importante. Also leg los. Lass es krachen. So ein Match geht auch ganz schön lange, so im Hotwire-Modus. Aber macht schon Laune. Gefällt mir ziemlich gut. So, ja, mit dem Auto komme ich natürlich nicht weg. Würde mich zumindest sehr wundern. So, ach da, guck mal, da oben. Kann ich hier mitfahren? Nein, kann ich nicht. Raus. Oh, große Güte. Ich muss hier schnellstens weg. Ah, hi. Ah, ja, gut, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh, ich bin tatsächlich Platz 1 im Team. Das freut mich und macht mich auch ein bisschen stolz. Ich habe aber, glaube ich, nur ein oder zwei Kills selber mitgekriegt. Falls ihr die Kills mitgekriegt habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin komplett ratlos gerade. Wieso und weshalb? Aber ich freue mich. So, wo? Ah, guck mal hier. Schwein. Mist. Schwein. Na, hab ich dich. Oh, die sind ausgestiegen. Nicht cool, du blödes Schwein. So, das Fahrzeug habe ich ausgeschaltet und die haben mich natürlich auch vollends erwischt. Aber yes, läuft doch ganz gut. Hotwire Takedown. Ich bin badass. Ich freue mich. Oh, schön. Oh, ich liebe diesen Modus. Freunde, ich mag das Spiel sehr. Für mich ist das ein Must-Have. Ohne Scheiß. Oh, Kacke. Leg dich doch. Na, okay, da konnte ich mich mit dem Hinlegen auch nicht mehr retten. Aber wie steht's denn gerade? Frage ich mich. Wie ist denn gerade das Ergebnis? Weiß ich nicht. Oh, wir verlieren. Wir haben gleich verloren und da haben wir verloren. Leider. Aber ich hatte Spaß. Okay, 9 Kills, 12 Verluste. Das hätte schlimmer ausgehen können. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr seid es auch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß hier mit Hotwire bei Battlefield Hardline in der Beta. Das Spiel erscheint im März. Ich freue mich drauf. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Also auf bald, auf Wiedersehen und ciao.